Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Outlast. Und wir sind in diesem wunderschönen Innenhof immer noch. Oder was auch immer das hier ist. Und ich habe immer noch Angst, logischerweise. Entschuldige mich übrigens auch hier schon mal wieder, dass ich es... Kommen wir wieder rein? Das wäre mal sehr zu begrüßen. Da ist ein Rolli. Leider nicht unser. Ich würde da gerne einsteigen, das sage ich dir aber. Das hier sieht nämlich nicht so besonders erfrischend aus. Hat er sich erstmal eine Notiz gemacht. Das war die falsche Taste. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen. Als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Ja, wie es aussieht, werden wir langsam auch verrückt. So wie 90% der Leute in dieser Haftanstalt. Oh, nicht da rein. Boah, das ist schon hart. Ist das alles hier... Was war das? Ich habe ein Platschen gehört. Ist das alles hier von dem Chris Walker? Ach Gott, ist das hier wieder dunkel. Ich muss an den Rand, sonst komme ich hier nicht durch. Oh, oh, nice. Ich entschuldige mich übrigens, das wollte ich noch sagen, dass ich es nicht immer schaffe, das sonntags rauszubringen, weil momentan Klausurenphase ist, da habe ich viel zu tun. Da muss sowas natürlich zurückstecken. Ich dachte kurz, da wäre ein Riss in der Wand, aber es ist einfach nur ein Bettlaken. Okay. Hier ist zu. Was heißt das für uns? Fenster? Da hinten könnte... Na, eher da hinten. Hier über die Paletten rein. Oh, die Sounds draußen sind echt uncool. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt gerade wieder reinkommen. Auch wenn das hier jetzt auch nicht so mega geil ist und der erstmal lädt. Ah, hier haben wir den Rollstuhl. Oh. Ja, kann sein. Ah ja, haben wir, ja. Abraham. Der scheiß Priester, Mann, ey. Lebt der noch? Nee. Wieso schafft der Priester das immer überall? Oh, über die. Ja, jetzt müssen wir wieder durchs Dunkel, oder was? Wieso schafft der Priester das? Oh Gott. Immer überall durchzukommen ohne Probleme. Was ist mit ihm denn hier passiert? Dem geht's nicht so gut. Und warum nimmt der uns nicht mit auf seiner Reise durch die Dunkelheit? Oh shit, hier ist es halt echt hart dunkel, ne? Hä? Waren wir da nicht eben? Achso, ja, waren wir tatsächlich. Ich wollte... Hi. Was war das? Da hat einer geböllert. Ich dachte, jetzt kommt der Fette wieder hier aus der Tür gesprungen. War aber nicht der Fette. Da kann ich durch. Okay, zur Not kann ich da durch, wenn der Fette kommen sollte. Ja, war nicht die beste Idee. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Oh. Aber wer war denn das? Keiner anscheinend. Interessant. Ja, ich sehe den Typen. Der wird uns auch mit Sicherheit gleich noch verfolgen. Aber ganz ehrlich, nachdem wir da draußen dem Fetten entkommen sind, ist der doch wirklich nur... oh, hier muss ich durch, wa? Zum Glück muss ich nicht zu dem. Ist der komische Typ doch wirklich nur... Keine Ahnung. Ein weiterer Irrer in dieser Anstalt. Hier war quasi eben der, wo jemand an der Tür gerüttelt hat. Oh nein, speichern. Oh nein. Und hier ist ein riesiger dunkler Raum. Ja, geil. Was ist das hier? Kann ich nichts mitmachen. Okay. Erstmal hier reingehen. Das wird wahrscheinlich wieder nur so ein Abstellkammer sein. Das dachte ich mir. Ich habe auf eine Batterie gehofft. Ist leider keine. Jetzt müssen wir nochmal durch diesen Riesenraum. Das ist doch... Ah, warte mal. Oh, der ist gar nicht so riesig. Okay. Ich dachte, das wäre wieder so ein Riesenraum. Und in der Mitte leuchtet mich irgend so ein Augenpaar. Nee. Warum wird die... Die Musik wird so dramatisch. Oh Gott. Oh Gott, es geht wieder los. Was? Was ist mit dem denn falsch? Ich bin nicht in deiner Haut. Oh, Dunkelheit. Ah, da ist hell. Oh, da ist der Rollstuhl. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Na, er hat seine eigenen Problemchen. What the fuck? Was ist denn das hier für eine Open World gerade? Ich kann hier runter, ich kann hier hoch, hier kann ich nicht rein. Hier runter geht's doch eh nur in den Keller, oder? Ja, tatsächlich geht's hier in den Keller. Da waren wir doch aber schon mal. Der sieht jetzt anders aus, der Keller.
Okay, ein Riesenraum. Why not? Oh. Da liegt ein Dokument. Ach, das ist einfach nur ein... Hat er sich bewegt? Nein. Das ist einfach nur ein Secret Room hier. Schön da bleiben. Schön da bleiben. Project Paperclip. Joint Intelligence Objectives Agency. JOA. Nummer 8. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Project Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Project 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Ah, die deutschen Kriegsverbrecher, ne? Die haben sie hier angestellt beim Murkoff Corporations. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen hier. Dr. Wernicke, haben wir schon viel von gehört. Der andere verrückte Arzt, wo ich immer noch nicht glaube, dass es Dr. Wernicke ist, der uns da die ganze Zeit rumchased, wie nichts Gutes. Ja, das ist natürlich geil. Ah, muss ich ganz kurz mal gucken, ob ich aufnehme. Jetzt kann ich hier hoch. Ah, nee. Oh, warte mal, aber da ist doch der Pfeil. Ich meine, passiert ja nichts, wenn wir den Sprung nicht schaffen sollten. Okay, den schafft man nicht, oder? Ich probiere den nochmal. Der sieht mir eigentlich sehr schaffbar aus. Wir haben schon solche Sprünge dieser Art schon geschafft. Aha. Wir gucken mal einen an. Wieso haben wir den eben nicht geschafft? Okay, hier ist er. Ah, hier ist wahrscheinlich zu dann, oder was? Nee. Speichert er. Okay, ich habe keine Ahnung, was da unten los war. Wir sind hier. Der Priester-Dude will uns ja... Ah, da ist er. Aha. Ja, dann. Oh, die Upper Floors sehen nicht mehr so geil aus. Ja, da werde ich nicht durch können. Okay, oh. Rekorder? Keine Batterie. Was ist denn in der anderen Richtung? Es ist irgendwie gerade sehr ruhig hier. Was ich nicht so geil finde eigentlich. Okay, Blut. Oh, da steht was. Drive in the nails. Warum steht das da? So komisch, dass man es gerade so halbwegs lesen kann. Oder ich nehme an, dass es Nails heißt, weil es am meisten Sinn macht. Könnte auch Nuffles heißen oder was weiß ich, aber das macht dann nicht so viel Sinn. Gut, der einzige Weg ist ja momentan der hier, durch das komplett heruntergekommene, abgebrannte Stockwerk hier. Oh, ist hier nicht gut. Hier ist dunkel, dunkel, dunkel. Oh, schon wieder hier durch so ein... Okay. Was ist das hier? Oh! Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. Ja, geil. Ja, geil. Oh nein, sowas hasse ich ja. Da wird es auch bestimmt wieder einen netten Freund geben, der uns da schön wieder verfolgt, nicht wahr? Kommen wir durch? Wo sind wir denn hier? Warte mal kurz. So, jetzt wieder hier unten. Was sind wir denn jetzt hier? Ach, warte mal. Lol. Okay. Das ging schnell. Wir sind schneller zu Drive in the Nails. Ja, Nails gekommen, als mir lieb war. Na, dann driven wir die doch mal rein. Drive in the Nails. Weißt du was? Gibt's hier... Da gibt's die Sicherung. Okay, das dachte ich mir. Das heißt, wir verbarrikadieren das jetzt erstmal. Das ist doch smart, oder? Weil dann kann der durch die Sicherung getriggerte Dicke oder was auch immer uns gleich verfolgen wird. Oh, hab jetzt schon keinen Bock drauf. Kann dann hier nicht rein. Sehe ich das richtig? Alter, was haben sie denn mit dem gemacht? Fake Jesus! Es ist Fake Jesus! Er hängt falsch rum! Der kommt hier nicht rein, oder? Sehe ich das falsch? Ich werde nicht so viel Batterie verschwenden. Kann hier durchs Fenster raus? Ne. Schön regnerisch. Die Musik hat sich auch nicht verändert. Also. Oh, das jetzt will ich das natürlich nicht aufmachen, wo ich das verbarrikadiert habe. Jetzt steht er nämlich bestimmt genau davor. Oh, fuck. Ja, komm. Komm. Ja, schieb! Schieb um dein Leben! Okay. Alles gut. Kein verrückter Vetter oder. Penis Brother auf der anderen Seite. Auch hier nicht? Nö. Okay, interessant. Die lassen uns doch hier aber mit Sicherheit nicht alle 3 Sicherungen ohne Probleme. Kann ich die schon
Ah. Okay, wir haben schon mal eine reingedotzt. Speichern, ja toll. Ist die zweite? Ne, hier sind. Oh, hier sind aber Spinde, okay. Ja, das wird hier nicht lange so ruhig bleiben, Leute. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Wo sind wir denn hier? Alles ein bisschen runtergekommen hier in dieser Anstalt. Na, Leute in Rollstühlen, ne? Ah, wo bin ich? Oh Gott. Was ist das denn für einer? Der hat Valar Morghulis gesagt. Der ist mir unsympathisch. Ich gehe nicht in den Spind. Der ist viel zu nah hinter mir. Ich hau einfach ab. Ich hau einfach ab. Okay, ich glaube, er hat mich verloren? Fragezeichen. Valar Morghulis, ich glaub's ja wohl. Wir sind nicht bei Game of Thrones, Junge. Boah, ey, da kommt doch einmal so ein Typ um die Ecke geschlendert. Ich habe gerade noch abgewegt, ob ich mich an dem Rollstuhltypen vorbeitrauen soll. Wo ist denn der hin? Wo ist der? Ich höre ihn laufen. Keiner. Er war irgendwie woanders. Okay, Rollstuhltyp. Was ist hier? Pray for Revelation. Ja. Wir brauchen die nächste. Oh, da ist noch einer. Nicht zumachen. Warte mal. Zumachen. Ist der cool? Nein. Bruder. Der ist cool. Also, zumindest aus der Ferne betrachtet. Der wird natürlich nicht cool bleiben, wenn wir da die Sicherung aufnehmen. Das ist mir auch klar. Fuck. Einen hinter uns, einen vor uns. Geil. Pray for Revelation. Was haben die hier für eine kranke Scheiße gemacht, Mann? Ich bin auch vom Priester. Come on. Ja, das dachte ich mir. Wir müssen doch geradeaus. Und da ist der Fass-Spasti da, ey. Der hat mich nicht gesehen, glaube ich. Okay, warte mal, aber wir wissen doch. Erstmal nachladen. Wir wissen doch, dass der in der Theorie hier auch vorbeikommt und dann da hingeht, oder nicht? Okay, das ist nur flackerndes Licht, okay. Oh. Okay, er geht hier vorbei. Oh nein. Such hier nicht nach mir. Ich bin hier nicht. Geh einfach weiter. Wo ist er hin? Ist er vorbeigegangen oder ist er zurückgerannt? Er ist da. Okay, komm. Das ist unsere Chance. Er hat uns nicht gehört. Ich höre, jetzt ist der andere hier natürlich auch noch irgendwo. Ah, da ist er! Da ist der andere! Das ist nicht gut. Okay, renn. Oh, fuck. Wo muss ich hin? Was steht hier? Ist mir scheißegal. Irgendwas mit Infinite. Wo ist die Sicherung, Mann? Wo ist die fucking Sicherung? Oh, das hat er gesehen. Hier nicht! Wo ist die Sicherung? Hier. Take that shit. Oh, fuck! Alter, der hat... Oh Gott, damit habe ich gerechnet. Der hat mir richtig hart einkassieren lassen. Wo ist der andere Typ? Der würde uns halt noch Probleme machen. Safe. Ah, hier ist falsch. Oh nein, lauf. Oh, fuck. Nicht aufspringen, danke. Spind, Leute. Wo ist der Spind? Hier ist der Spind. Schnell. Linker Spind. Das sieht er nicht, oder? Oh mein Gott. Wo ist er? Ist er da? Hat er es gesehen? Es sieht nicht so aus, als ob er es gesehen hat. Ich meine, ich sehe ihn auch nicht mehr. Okay, ich sehe ihn. Ich sehe ihn sehr deutlich. Mhm. Hi. Wie geht's, Bruder? Okay, er hört ab. Okay, komm. Ich weiß, dass er auch durch die Mitte geht manchmal, deswegen müssen wir jetzt einfach schnell sein und den Scheiß da reinballern. Und dann... Gib mir den Schlüssel. Was? Ich hau erstmal hier ab, kurz. Der Typ ist runtergefallen, der den Schlüssel hatte. Das wollte ich nicht drücken. Also war der Mann nicht so gelang. Aber da waren überall Sackgassen. Hä? Der Typ ist einfach mal runtergefallen, der den Schlüssel hatte. Müssen wir jetzt in den Keller wieder? Also wahrscheinlich, ne? Cool. Also deswegen war da auch so eine riesige Area quasi. Kann man die noch höher? Nee, ne?
Ah, warte mal, da stand was. Okay, dafür brauchen wir den Schlüssel. Aber wir müssen, um hochzukommen, erstmal wieder runterkommen, und zwar in den Keller. Nicht schlecht gemacht, Spiel. Nicht schlecht gemacht. Weil dann hier, der natürlich hingefallen ist irgendwo, oder? Ist der Typ noch da? Okay, ja, der chillt sein Leben da hinten. Ah, wo soll denn hier dieser Aufzug sein, wo das runtergefallen ist? Ah, Alter. Der zuckt da immer so in der Ecke. Lass mich in Ruhe, Mann. Bisschen irgendwo. Da war mein Schluss vielleicht doch falsch. Oder nein, ich. Aber das kann doch nicht sein. So weit zurück müssen wir doch nicht, oder? Ja, ja, ja. Stupid, stupid, stupid. Chill dein Leben, Mann. Oh nein. Ich hab mir überhaupt nichts gemerkt. Ich weiß null, wo wir sind. Aber warte mal. Das ging einfach. Okay. Wisst ihr was, Leute? Ich weiß, dass hier Schränke... Hier sind keine Schränke. Fuck. Aber es kommt auch keiner, oder? Ich muss doch eigentlich nur hoch. Komm, wir rennen da jetzt hin. Ich muss doch eigentlich nur zu der Tür. Wo ist die Treppe? Ja, 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 ja. Nicht schreien, nicht schreien, nicht schreien. Wir sind alle friedlich jetzt völlig... Oh Gott. Nicht den Spruch verkacken. Okay. Ist hier jemand? Sieht okay aus hier. Was war das für ein Sound, Alter? Oh, diese Anstalt macht einen fertig, ne? So, steck rein in Scheiß, dreh um und hoch. Oh, Gott sei Dank. Speichert. Speichern ist gut. Kann der Vater Martin uns nicht wirklich irgendwie mal... Das hat keiner gesehen. Der Profi-Parkourläufer nimmt einen zweiten Anlauf. Kann er uns nicht mal richtig helfen, der... Vater Martin. Ja, follow the blood. Das dachte ich mir schon. Das war nämlich schon die ganze Zeit so. Hat er es nicht sogar schon mal dran geschrieben? Oh. Mhm, blutige Fußabdrücke, sehr schön. Wir sind zumindest ganz oben. Steht hier wieder irgendwas Schönes? Nee. Diesmal nicht. Ah, warte mal. War das hier, wo der quasi uns eben angeleuchtet hat, der Vater? Das könnte sein, ne? Okay, Blut geht nach da. Der neugierige Verrückte geht hier lang. Oh, guck mal. Ah, guck mal. Das hat sich doch schon gelohnt. Wir haben nur 6 Batterien. Holy shit. Wie habe ich die denn rausgeballert in letzter Zeit? Oh nein. Okay. Oh, Moment, Moment, Moment. Erstmal zurück. Oh, nicht da drauf. Hat sehr viel gebracht, dass du da gegen die Tür gehämmert hast, mein Freund. Das hat sehr viel auf jeden Fall ausgerichtet. Tja, Leute. Ob wir diesen Schwung schaffen werden? Ja, ja, haben wir. Oh nein. Ich höre auch was laufen. Ich glaube, das ist der unten. Aber ich habe generell... Oh Gott! Oh nein. Oh nein, oh, das ist nicht gut. Weg, 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 weg. Weg, wo muss ich hin? Da muss ich hoch, oder? Der hat mir den Weg gezeigt. Und da sind Betten. Nice. Ich wette, hier kommt gleich einer reingebrochen. Alter Schwede, boah. Kann ich nicht machen, ey. Ist ein Spiel. Was, linke Maustaste? Ach, zum Verstecken. Ja, gut. So nötig habe ich jetzt noch nicht, aber... Was ist das hier? Auch keine. Ich dachte, hier liegen Unterlagen überall, aber... Ah, guck mal, immerhin ist unser Rückweg versperrt. Scheiße, ey. Ich habe keine guten Erinnerungen an diese Krankenflügel hier. Oh, scheiße. Ist das vielleicht sogar hier, wo der Doktor praktiziert hat? Oh, hier ist einfach alles dunkel. Und es war so lange so ruhig. Okay, uns hat eben dieser eine... Oh, guck mal hier. Uns hat eben dieser eine komische Typ da gejagt, aber der ging halt noch voll klar. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik von 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich an nichts... Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft. Selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selber schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass dieses eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Was zum Fick ist die Schlafzimmerhysterie? Armer Bruce. Wegen mir muss er so sehr leiden.
Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hat, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Wow. Ernsthaft? Ihr Mann tut ihr leid, weil er wegen ihr leiden muss und er ist einfach schon längst abgehauen oder was? Okay, na, lassen wir mal so stehen. Aber Mrs. Jackson hatten wir schon mal, oder? In irgendeinem Auszug, in irgendeinem Dokument. Ach, das war die, doch, ich weiß, das war die mit dem Experiment mit der Knarre da, mit dem Schlafexperiment. Interessant. Und die erinnern sich anscheinend wirklich nicht dran. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in den besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Aber interessant, dass es zumindest mindestens zwei Frauen in dieser Anstalt gab und wir noch keine einzige gesehen haben. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ist mir eigentlich auch scheißegal, wer mich jetzt jagt, aber... Oh, hier ist eine Sackgasse, nehme ich an. Oh, hier ist tatsächlich sogar zu. Ich dachte, hier gibt es wenigstens eine Batterie vielleicht. Hier ist alles so dunkel. Ja, Wallrider, ich hab's verstanden. Du bist da. Okay, er zeigt mir quasi an, ich soll nach rechts damit. Ich glaube nämlich immer noch... Oh, hier ist tatsächlich ziemlich weitläufig. Vielleicht sollte ich hier wirklich nicht sein. Ich glaube immer noch, dass das ein guter ist, der Wallrider. Ohne Scheiß. Der ist ohne Spaß. Okay, ich gehe nochmal. Ich gehe dem tatsächlich nach. Hier geht's mir zu weit. Ich denke, das ist tatsächlich die Sackgasse, wo der mich hingeführt hat. Was ist das denn hier? Ah, Lügen. Anscheinend hängen diese alle Leute hier dem Kult des Wallriders an. Kann das sein? Deswegen tut der uns auch nichts, oder? Weil wir der Vater Martins Typ sind quasi. Weil der unser Meister ist. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus den Kisten? Die Fakten, die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an MK Ultra CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Okay. Vater Martin also. Und der Wallrider findet das geil. Der zeigt uns immer wieder den Weg dahin. Also der ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Ohne Spaß. Und das finde ich gut. Weil der ist creepy. Okay. Okay, what the fuck? Okay, ciao, 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 ciao. Ach, hier waren wir eben. Oh, warte mal, kann ich da drunter? Kann ich das nicht? Alter, da sind doch auf einmal die Penis Brothers hinter. What the fuck, ey? Gut, dass die nicht so mega aggro sind und sofort hinter einem herrennen, sondern die werden jetzt hier bestimmt die beiden Gänge patrouillieren, weil die natürlich auch zu zweit sind. Hier haben wir doch schon erstmal wegfilmen, hubala. YouTube-mäßig. Okay, komm, geh einfach weiter, geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Wer der andere bewacht, der ist die Tür. Wenn der die Tür bewacht, dann renne ich schreiend im Kreis und lass mich umbringen. Das war laut. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Fuck you, fuck you. Lau, oh nein, lauf, 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 lauf. Wo muss ich denn hin? Da, okay. Puh. Oh, ist da eine Batterie? Tatsächlich, einfach mal so. Okay, auf. Nein, hier ist auch zu. Fuck, 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 fuck. Da, okay. Jetzt habe ich es gefunden. Und weg. Weg von den beiden. Oh. War mir nicht sicher. Aber oh, die Betten sehen alle so appetitlich aus, ne? Was? Was? Oh, lol. Da ist er wieder. Na, Vater Martin. Alles fit bei dir so. Oh, mein Gott, ey. Ja, die beiden... Die beiden sind hier noch irgendwo. Mhm, das ist gut zu wissen. Finde ich geil. Oh mein Gott, ey. Die sind echt schlimm, weil die so... Die sind noch irgendwie menschlich, so ein bisschen. Die sind zwar dumm wie Scheiße, aber auch noch irgendwie menschlich. Und deswegen machen die einem mehr Angst. Was zum Teufel? Nicht abstürzen. Kamera? Kamera? Ja, natürlich. Ja. Und was jetzt? Ah, nicht runterfallen, danke. Hoch, 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 hoch. Und okay, hat's geschafft. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, toll. Und jetzt? Nee. Nee. Was? Nee. Das könnt ihr vergessen. Ich sehe nix. Also... Ich habe keine Kamera mehr. Ich kann drücken, was ich will. Ich... kann hier gar nicht weiter. Brauchst du einen Camcorder, um dich im Dunkeln zu... Nein, oder?
Nein, das ist ein Witz. Oh mein Gott, ich muss jetzt ernsthaft... Oh, und ich weiß doch, wer mich da unten erwartet, Mann. Oh, das ist gar nicht geil, Alter. Das ist überhaupt nicht geil. Die waren doch... Das ist doch der Raum, wo die eben waren, oder? Ja. Ich bin jederzeit bereit, unter eines dieser Betten zu schlüpfen. Was ist eine Batterie? Wie sammle ich die denn auf ohne Kamera? Warum keucht er so? Ist alles gut momentan. Also so gut, wie das in seiner Lage geht zumindest. Ja, hier ist die Tür, wo die eben hinter waren. Die haben sie aufgebrochen. Man sieht nix. Oh fuck, wenn die hier irgendwo sind. Ich bin so am Arsch, Mann. Hier ist mir jetzt ein bisschen hell in dieser komischen Umkleide. Ach du Scheiße, wieso haben wir denn keine Kamera mehr? Wie retarded ist das denn? Man sieht hier, ich wüsste nicht mal, ob da könnte einer in der Ecke stehen und einfach rausspringen und mich so hart erschrecken. Das würde ich nicht mehr mitkriegen. Ich muss hier, ah, da ist ein Loch im Boden. Hier ist eine Kabine mit Blut. Mhm, schön. Ja, ich sehe nicht viel in den Duschen oder hier, was das hier ist. In den Toiletten. Ne, es sind Duschen tatsächlich. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wenigstens kann man hier auch so ein Ding hochdroppen. Müssen wir uns auch merken. Weil auf diesen Dingern oben, da dürfen wir bestimmt wieder draufklettern können, oder? Kurz nochmal probieren. Ja. Yep. Und da kommt eigentlich kein Gegner rauf, zumindest erstmal. So schnell. Ist hier noch irgendwo eine Batterie? Nein. Oh, es ist so... Oh, hier ist alles dunkel, Mann. Das ist so schlimm. Hallo? Oh, ich habe kurz gedacht, da ist jemand wegen dieser scheiß Hand. Ja, da sehe ich sowieso nichts, ne? Immerhin haben sie es jetzt einigermaßen... Immerhin haben sie es einigermaßen erhellt hier. Dass man sich ohne Kamera zumindest zurecht... Da will ich gar nicht durch. Das probiere ich gar nicht erst. Oh Gott. Diese Geräusche zwischendrin sind das Schlimmste. Sehr. Oh Gott! Oh mein Gott. Oh. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Boah. Herz? Pumpst du noch? Ah ja, Herz pumpt noch, alles klar. Alles gut. Oh nein. Oh nein, da sitzt einer. Aber es ist eigentlich, die sitzen sind eigentlich immer chillig. Man sieht hier eigentlich nichts, außer es blitzt. Boom. Okay, wir sind ein paar. Vor wem ist der denn weggerannt, der andere? Doch nicht vor den beiden Kollegen hier, oder? Die sehen jetzt nicht so mega furchteinflößend aus. Oh, ich sehe halt nix original, Mann. Kannst du nochmal blitzen? Wo sind wir denn jetzt hier? Was ist das hier für ein Ranzbüro? Oh, fuck, Alter. Das Spiel macht mich fertig, ne? Das ist der Hammer. Und jetzt? Ist das da meine Kamera? Ja, ich nehme an, da müssen wir durch. Okay. Okay, wir haben unsere Kamera tatsächlich wiedergefunden. Hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott. Okay. 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 Ich habe zum Glück ein bisschen damit gerechnet, weil ich mir schon dachte, dass das so einfach nicht wird. Und ich meine auch Schritte... What the fuck ist das für eine Scheiße? Oh nein, jetzt haben wir Störgeräusche in unserer Kamera. Ich meine auch Schritte gehört zu haben. Wo muss ich hin? Ich hoffe einfach nur weg hier. Ey, ins Bad. Hier ist nicht das Bad, oder? Doch, hier ist das Bad. Hoch. Und hoch. Okay, ist hier jemand? Okay, Musik hört auf. Oh, Halleluja. Das ist natürlich auch gemein, ey. Da sind sie da direkt hinter einem, während man... Warte mal, wo war eigentlich die dunkle Ecke? War das das hier? Ey, ist ja wirklich nix. Ja, das war nicht so nett. Ah, hier muss man drunter durchkriechen, genau. Hier war auch vorher dunkel. Hier. Da ist aber auch halt einfach nix. Gut gemacht von denen, gut gemacht. Okay. Ja, jetzt dreimal dürft ihr raten, während es jetzt noch vor die... Also wenn es jetzt gleich noch abfuckt. Aber wir sind eigentlich schon wieder bald zurück. Das war gar nicht so ein langer Exkurs hier, um unsere Kamera zu finden. Wir sind wieder hier. Keine Gegner. Erstmal hier hoch. Hoch, 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 hoch. Gib Gas, bevor die Penis Brothers kommen. Hier oben fühle ich mich halbwegs sicher. Oh, oh, was? Oh, fuck. Puh. Ich hab... Oh, okay. So viel zum Thema. Da oben fühle ich mich sicher. Man muss natürlich... Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Ich höre eindeutig Schritte. Hoch, 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 hoch.
Danke. Man muss natürlich auch noch springen, wenn es von einem verlangt wird. Ist er immer noch da, der Vater? Nee. Vater Martin lässt mich einfach mit meiner gesprungenen Kamera zurück, der Arsch, ey. Unfassbar. Okay, durchatmen, Leute, durchatmen. Alles noch gut. Wir haben unsere Kamera zumindest wieder. Das ist doch schon mal etwas. Ja, und... Wir haben den Sprung eben nicht geschafft. Wie wollen wir denn jetzt den Sprung schaffen? Das ist doch falsch hier, oder? Wo ich bin. Ah, das ist falsch. Oder? Also... Ich meine, wo sollen wir sonst denn? Da müssen wir ja lang, anscheinend. Und uns, wir braucht ja die Kamera, um unseren Weg da durch die Dunkelheit zu finden. Nimm mal die Kamera weg, Junge. Die bringt uns eh nichts mehr. Die ist gesplittert. Was ich ziemlich geil finde, ja. Nur mal, falls das noch jemand nicht gesehen hat. Ich meine, das ist relativ offensichtlich. Aber da unten links ist ein dicker Splitter-Effekt drin. Ist echt cool. Macht Sinn. Nervt mich jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten 2-3 Stunden absolut hart. Wahrscheinlich, weil es wichtige Ecken verdeckt. Aber es ist halt realistisch und das ist cool. Vielleicht, wenn ich da so rüberspringe? Tatsächlich. Lol. Ist das extra? Oder habe ich jetzt hier gecheatet? Warte mal. Nee, es scheint extra zu sein. Krass. Der Sprung war aber nicht so einfach. Okay, wir laden erstmal, bevor wir da runterspringen, laden wir erstmal nach. So. Oder soll ich da drüber springen? Ich weiß nicht, was besser ist gerade. Ich dachte kurz, das Spiel nimmt mir die Entscheidung ab. Warte mal. Nee, das wollte ich nicht drücken. Ein Verwaltungsblock. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Verwaltungsblock ist, Mann. Aber auch geil, ne? Wenn wir durch die Dunkelheit einfach so gegangen wären, wären wir halt einfach so runtergeklatscht, wie so ein nasser Sack. Follow... Ach, hier sind wir. Cool. Follow the Blood. Da waren wir ganz am Anfang. Oh, es ist so lange so ruhig gewesen. Holy shit! Was geht hier denn ab? Okay. Da sollten wir nicht runterfallen. Okay, es scheint richtig gewesen zu sein. Auch wenn das Spiel geleckt hat. Da unten hätten wir uns bestimmt. Gibt es noch einen anderen Weg? Ich meine, wenn wir da drüber springen, das bringt uns halt nichts. Und da hinten ist eine Wand. Geil. Da oben. Ja. Der macht aber nichts, oder? Ja, 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 ne, der hier, oder? Würde ich sagen. Gute Frage. Danke für den Türschließservice. Alles gut, Kollege, alles gut. Wir sind cool miteinander, oder? Okay. Wir sind. Warum? What the fuck waren das für Lecks gerade? Wir sind in einem. Was ist das für ein Gang? Ich wollte gerade sagen, in einem engen Gang, aber das ist ja schon ein sehr enger Gang. Wer baut denn solche Gänge und wofür? Okay, kann man sich durchsqueezen. Logischerweise, hier ist alles ein bisschen vollgestellt, aber trotzdem frage ich mich, zu welchem Zweck. Diese scheiß Kamera geht mir auf den Sack. Okay, speichern ist nie gut. Das kennen wir ja schon. Man hört die Ketten, bevor man ihn hört, hä? Fuck my life. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. In so einem kleinen Gang, ernsthaft? Ist der hier irgendwo? Er hat mich gesehen. Ich hab nachgeladen, ich Idiot. Okay, er kommt da rum. Er ist dumm, er ist dumm. Okay, und an ihm vorbei. Oh Gott, er hat das gesehen. Er hat das gesehen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Er ist dumm wie sonst was. Ich bin hier nicht, Chris. Ich bin ein Stuhl. Ich bin der Stuhl. Ich bin der Stuhl. Hier bin ich übrigens falsch, habe ich das Gefühl. Ist das hier wieder der Anfang? Ja, Kamera, bitte, jetzt nicht. Chris, ich bin der Stuhl. Chris. Oder heißt der Chris? Kyle? Ich komme am Ende, ich weiß nicht, so aussprechen. Ist das hier wieder der Anfang? Nee, am Anfang lag hier noch so eine Pepsi. Da habe ich diesen absoluten Sparwitz gerissen mit der Pepsi. Und dem Darm. Fuck, hier ist auch falsch, oder? Muss ich hier runter? Fuck, fuck, wo muss ich denn hin, Mann? Hier hinten ist zu. Geh doch nochmal in den Raum rein. Also in irgendeinen. Nur nicht in dem. Ja, in den. Okay, ich hab's gefunden. Scheiß auf die anderen Räume. Ist mir sowas von egal.
Oh, okay. Oh nein, was ist denn da hinten los? Okay. Der ist aber tot. Also wenn der noch lebt... Ah, guck mal. Ist das doch der Anfang wieder? Das sieht mir unfassbar danach aus, ehrlich gesagt. Es könnte sein, dass das auch wieder ein Anfang ist. Ich habe übrigens eine Batterie verschwendet, weil ich in Panik alles gedrückt habe und nachgeladen habe. Hallo, hier kommen wir sogar durch. Krass. Platsch. Ja, okay. Wir sind tatsächlich am Anfang. Da das hier das Gebiet... Nicht draus. Warte, wo bin ich jetzt? So. Da das Gebiet des Dicken ist, gucke ich nochmal ganz kurz, ob wir vielleicht... Was war das für ein Sound? Ob wir vielleicht am Ende des Lüftungsschachtes noch irgendwas Lohnendes finden. Er läuft, er patrouilliert ja noch, aber in den Lüftungsschächten sind wir ja safe. Da brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen, aber wie geil wir ihn mit dem Stuhl überlistet haben. Das feiere ich schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon nice. Da kann man nichts gegen sagen. Oh. 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 Ja, komm, okay, okay, okay. Nicht hier reinkommen jetzt gerade. Bitte, bitte. Nimm das Scheiße, nimm die Scheiße. Danke. Hoch, 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 hoch. Ah, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Keine Panik. Er kommt hier nicht rein. Gerade zumindest. Okay. Oh. Ende ist das Falsche. Ich verdrück mich da mal. Dokumente. So. Billys Träume. Hey, Cindy! Hatte eine weitere interessante Unterhaltung. Von wem ist das? Von Vigalondo. Über William Hope. Okay. Habe ich noch nie gehört, glaube ich, die beiden Namen. Und Cindy auch noch nicht. Hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapie am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben. Was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepin steht. Interessant. Jedenfalls scheint ein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Anscheinend können nur vampirähnliche Falter den Wallrider töten, die von einem Dämon namens Horchi. Ist das polnisch? Ich weiß es nicht. Ich kann es zumindest nicht aussprechen. Horchi? Keine Ahnung. Das klingt mir nicht nach einem deutschen Folkloristik-Begriff. Ausgepuckt werden. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Geil. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Aha. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Mörkers Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendwas davon in den deutschen Legenden finden kann oder ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein. Ist ganz schön einsam hier oben auf der 2. Kurt. Boah, der Kurt ist ein richtiger Charmeur, ey. Ah, gerne beim Glas Wein. Zwinkersmile, you know what I mean. Ja, Cindy, zieh dich warm an, ey. Wenn der Kurt kommt, dann ist Ende. Da wächst kein Gras mehr, wo der Zwinkersmile-Lied. Ja, gut. Jetzt müssen wir uns wieder... Wahrscheinlich vom Dicken verfolgen lassen, so wie ich dieses Spiel kenne. Puh, ich bin ready. My body is ready. Mein Geist nicht, aber... Aber man hört ihn halt noch rasseln, ne? Das ist so gemein. Ich vermute, er kommt aus der Tür. Da kann man sich durchquetschen. Ne, kann man nicht. Library. Da waren wir schon mal in der Library. Da sah die... aber auch noch anders aus. Und damals haben wir keine guten Erinnerungen an die gemacht. Der hat die aufgeräumt, die Library, kann das sein? Oh. Und die Tür kaputt gemacht. Hallo, okay, sollen wir gar nicht rein. Hier hing doch letztes Mal der Typ, oder? Und dann sind wir hier durch. Und hier hing dieser andere. Wie hat denn der das alles weggeräumt hier, der Chris? Ist aber eifrig. War das eine Kette oder war das was anderes? Ja, wir sind wieder im Eingang. Das muss die Library doch sein, oder? Oder irre ich mich? Naja, whatever. Sind wir hier schon mal durchgegangen? Ja, ja, ja. Hallo. Yes, coming. I'm coming. Alter, der hat... Was ist denn da hinten los? Okay, ist einfach nur Licht. Der hat so einen richtig eigenen Kult aufgebaut. Wie krank ist das denn, Mann? Der hat Gefolgsleute, der Priester. Aber der Priester ist auf unserer Seite, was gut ist.
Okay, wir sollen ins House of God. Hinter dem Licht im House of God. Das ist ja wohl die Chapel. Aber die Chapel ist doch nicht im Keller, oder? Ich nehme an, im Keller... Ah, lol. Ach, lol. Wir sind im zweiten Stock. Ja doch, das passt dann trotzdem mit der Library. Aber ich dachte, jetzt geht's hier wieder in den Keller, aber da können wir nicht hin. Aber dann muss ich ja wohl hier hin. Dann muss ich doch nicht zur Chapel wahrscheinlich, oder? Ist die auch hier? Chapel. Diese Wegweiser. Ey, what the fuck? Die Chapel nach oben und die Library nach unten. Das macht alles keinen Sinn hier. Warum macht die nicht links und rechts Pfeile? Oh, lange enge Gänge, ne? Das ist ja mein Liebstes. Oh nein. Hier ist wieder so ein perfekter Raum. Ah, da kann man durch. Ich dachte gerade, hier wäre wieder so ein perfekter Raum, wo man vom Dicken im Kreis gejagt werden könnte. Ah, fuck you, Kamera. Das macht einem Angst. Hier ist ein Spinn schon mal. Wie geil, wie entspannt die Musik gerade ist, ne? Das ist richtig asozial. Die wollen mich in falscher Sicherheit wiegen. Hört ihr diese leichten Pianotöne? Ich glaube nicht, dass wir das Ganze hier überstanden haben. Auch wenn wir den Schlüssel zum House of God finden. Ah, sehr atmosphärisch. Gefällt mir. Ah, warte mal. Ah, okay. Wir müssen über die Tür. Da waren die Spinte, die wir uns angeguckt haben. Oder beziehungsweise der eine Spint. Nicht, ist noch zwei da. Was ist da hinten? Ich sehe es nicht dank meiner Kamera. Da ist noch eine Tür. Hier ist immerhin alles hell. Ist entspannt. Aber weiter geht's eh nicht. Da können wir schon mal runter. Exit! Nein, wer hätte es gedacht? Wir kommen nicht aus dem Exit. Ganz ehrlich, wir haben so viel überlebt und überstanden. Warum machen wir jetzt nicht einfach BAM? Und... Puh. Lol. Nein, wie geil. Du spielst gut? Nein, nicht gehen. Nee. Ich bin auch weg. Hier ist noch mehr Spind. Oh nein, der verfolgt uns jetzt nicht im Ernst. Er hat so schön Klavier gespielt. Hätte er da nicht bei bleiben können? Oh, okay, lass uns ein bisschen beeilen hier. Bis der Typ ready ist. Wo müssen wir denn hier? Ah. Exit? Exit! Ey, was zum Fick ist hier eigentlich los? Wir haben die Cafeteria gefunden. Anscheinend. Mhm. Oh! Okay, ich dachte, das wäre ein Typ. Okay, es gibt hier einen Film? Ernsthaft? Ist das das, was uns der Priester zeigen will? Oh Gott, ich habe Angst, dass von hinten jemand kommt, Mann. Ich brauche einen guten Spot. Hier ist okay. Okay. Aha, spontane Blutungen sind immer schön. Auch immer schön. Pures Blei? Tumor aus purem Blei? Das verstehe ich nicht. Fucking Sounds hier, ey. Morphogenetic Engine, das haben wir schon mal irgendwo gelesen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich ahne Böses. No. Mhm. Was sind das da für Filmchen, Mann? Sieht aus wie so ein Ultraschallbild vom Gehirn. Okay. Ihr habt's gehört, Leute. Oh, er hat sich noch was aufgeschrieben. Dr. Wernicke, oder wie der heißt. War das Dr. Wernicke? Wahrscheinlich. Er meinte, wenn man genug Grauen und Horror erlebt hat, kann man irgendetwas aktivieren, eine Maschine. Was haben wir die letzten 5-6 Stunden erlebt? Absoluten Horror, absolutes Grauen. Wer wird am Ende diese komische Maschine aktivieren? Wir. Warum? Keine Ahnung, aber hundertprozentig. Der Mann klingt wie Dr. Seltsams anämischer Bruder.
Dr. Seltsam? Ach, lol. Wie Dr. Strange wahrscheinlich, oder? Haben sie auch einfach mal übersetzt. Wie der von, Gott, ist der Marvel oder DC? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme, habe ich geschlossen aus dem, was sie gesagt hat. Ah, nee, stand am Anfang da, ne? Nevermind. Ein Interview mit Dr. Wernicke. Los Alamos bedeutet Regierung. Wernicke spricht über spontane Blutungen, Tumore aus Blei, psychosomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf einer Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Bruder, wir haben hier was gesehen, was auch eine Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik ist, und zwar den Wallrider. Da brauchen wir jetzt gar nicht so anfangen hier, dass das Mystik alles sei. Das scheint ja schon irgendwie alles zu existieren. Ach, nur eine Versuchsperson, die genug Grauen erlebt hat, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren, der morphogenetische Antrieb. Auch, dass es hier nochmal herausgehoben wird, dieser Satz, der sagt eigentlich schon alles, oder Leute? Der Antrieb, den Film, den sie zeigen, er setzt sich in meinem Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstückes. Ich blinzle und sehe Rohrschachttests, die wie ausschwärende Insekten und infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den Wallrider zu beschwören. Es ist das Summen, ich höre es in meinen Knochen. Rohrschachttests. Keine Ahnung, was Rohrschachttests sind, aber wahrscheinlich diese Bilder, die wir da sehen. Okay, also, was ist unser Ziel eigentlich? Besorgen Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. Oh, wir sind gerade im Aufenthaltsraum. Nice. Ah, okay. Kurz mal hier klinken. So, wir laden noch einmal nach. Hier wird es eh heller. Okay, Leute. Das ist echt nicht gut, dass wir nachher diesen scheiß Antrieb aktivieren müssen. Was geht denn hier so? Oh Gott. So viel zum Thema Evil Cell. Ja, geil. Ist da jemand? Leute, da ist echt einer drin. Ja, wie geil. Nicht rauskommen allerdings, ne? Er bleibt da schön drin. Ich erschrecke mich jedes Mal ein kleines bisschen, wenn dieses Flackern kommt, ne? Noch ein enger Gang voller Spinde. Hier, ach, hier geht's wieder in den Aufenthaltsraum. Da ist natürlich zu. Was haben wir hier? Da geht's hoch. Bleh. Hier ist zu. Alles klar. Ah, ist das hier hell, wenn man das... Oh, guck mal. Noch ein Dokument. Oh, das ist aber kurz. Von Brunton zu Williard. Fleischfressende Bakterien? Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Nekrotisierende Fazilitis? Wirklich? Verdammt, ich kündige. Okay. Das ist zwar eine kurze Message, auch wieder dieser Smiley dahinter, komplett falsch formatiert, richtig scheiße gemacht. Einfach mal um 4.20 Uhr schreiben die sich diese absolut wichtigen Mails, richtige Value-Mitarbeiter. Aber fleischfressende Bakterien und nekrotisierend ist ja immer totes Gewebe, was aber noch am Start ist. Ich weiß nicht, was Fazilitis ist, aber nekrotisierend ist ja quasi schon abgestorbenes Gewebe, was aber noch am Menschen dranhängt im Endeffekt, was echt ekelhaft ist, wenn man so drüber nachdenkt, aber was natürlich vorkommt. Und ja, das ist unsere Antwort, warum die Leute hier alle aussehen wie die letzten Hässlons, ne? Weil denen die fleischfressenden Bakterien Teile ihrer Körperteile wegfressen. Oder an anderen Stellen das Gewebe so beschädigen und nekrotisieren, dass halt was dran gebappt wird quasi. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das wird auf jeden Fall der Grund dafür sein. Ah, aha. Okay. Ah, da ist ein Schlüssel. Ein toter Wachmann und ein Film. Okay. Oh, was? Ich hab da extra reingeguckt. Hä? Was will der denn? Kann ich da rein? Nein. Oder? Ne, jetzt ist dazu. Da ist ein Schlüssel drin, Junge. Warum, was will denn der Typ da drin? Das ist bestimmt der, der den Film angeschmissen hat, oder? Also denke ich mal nicht, dass der gefährlich ist, sonst wäre der auch nicht, sonst wäre der auch aus der Tür rausgestürmt. Ja, haut ab, okay. Sonst wäre der nämlich halt auf uns zugerannt und nicht einfach da gechillt. Okay, die Tür ist natürlich aufgegangen hier. Aha. Oh nein, ist da unten irgendjemand? Sieht zumindest nicht so ganz danach aus. Ich höre immer noch den anderen laufen. Na gut, hier kann man ja erstmal ganz entspannt, komplett ohne Gefahr hier auf diesem Balken lang. Easy game. Der Film läuft auch nicht mehr. Der Typ hier ist eingeschlafen anscheinend.
Ah, ich habe immer Angst, dass man da runterklatscht, ey, muss ich ehrlich sagen. Okay, was wird wohl passieren, wenn ich diesen Schlüssel aufnehme? Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber irgendwas wird passieren. Was zu beweisen war, anscheinend nicht. Okay, wir müssen jetzt Vater Martin finden, interessant. Der wird uns hoffentlich irgendwann zeitnah hier aus der Patsche helfen. Okay. Ja, jetzt können wir wahrscheinlich hier durch, ne? Ja, mit Sicherheit. Auch nicht? Wir müssen einfach wieder zurück. Ernsthaft? Interessant. Okay. Ich weiß, wofür ist denn der Schlüssel? Wo müssen wir überhaupt... Hä? Sind wir nicht in den Aufenthaltsraum reingedroppt? Ich weiß nicht, wo wir hergekommen sind. Ich will wieder raus zu der Tür. Ist das die hier? Scheiße, 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 scheiße. Ist das der Fette? Oder wer ist da reingekommen? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe die dumme Befürchtung, dass ich an dem Fetten vorbei muss. Wo ist der denn? Ich sehe ihn halt nicht. Ich traue mich aber auch nicht, ohne ihn zu sehen, einfach da lang zu preschen. Weil ich nicht weiß, wie es hinter der Tür aussieht. Kann dieser scheiß Beamer mal mir nicht ins Gesicht scheinen? Wo ist der Typ? Man hört ihn, das ist nicht der Fette, man hört ihn nicht rasseln. Aber es ist doch irgendein Böser, sonst wird die Musik doch nicht so hart abgehen. Aha, aha. Da haben wir doch schon unseren Missetäter, den Schwanzbrother wieder. Okay, wir laden erstmal nach. Oh Gott, ich habe kaum noch Batterien, Leute. Ich bin gefickt. Wo ist er hin? Er ist weg, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Nicht, Kamera, nicht, 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 nicht. Okay, der bewacht die Tür, aber hier bin ich doch. Hier bin ich doch safe, oder? Oh, nicht zur Seite lehnen, das sieht er manchmal. Ich bin mir da nicht so sicher, wie das funktioniert mit dem zur Seite lehnen, ob das nur visuell ist für uns oder. Wo ist eigentlich sein Bruder hin, Mann? Der hat den viel zu lange nicht begleitet bei seinen Schandtaten. Okay, nicht sprinten, aber einfach laufen, ganz entspannt. Okay, doch sprinten, doch sprinten, doch sprinten. Hoch, 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 weg, weg, weg von den Schwanzbrüdern. Ist hier noch was? Batterien. Ich brauche Batterien, verdammtes Spiel. Okay, weg, weg, weg von den Schwanzbrüdern. Weg, 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 weg. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Ach so, dafür brauchen wir den Schlüssel. Ja, ja, ja. Okay, da ist sein Bruder. Da nicht durchkommt. Mach einfach auf, mach einfach auf. Wieso habe ich da so lange gewartet? Mach einfach auf. Gib Gas. Pfarrer, schütze uns, bitte. Ich habe immer schön zum Wallrider gebetet. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, Herr Speich. Mach doch nicht zu. Ich bin auch ein Freund vom Pfarrer. Aber ich würde sagen, ich check nochmal die Tür hier kurz. Oh nein, die Schwanzbrüder werden uns noch das Leben zur Hölle machen. In der nächsten Folge allerdings erst. Kann ich in den Fahrstuhl? Ich glaube, ich soll sogar in den Fahrstuhl. Okay. I see. Where this is going. Wir sollen in den Fahrstuhl, wir brauchen aber einen Schlüssel dafür. Okay, Leute. Schöner Chor hier wieder im Hintergrund, aber die Folge ist jetzt schon lang genug. Wir machen jetzt hier, beziehungsweise ich mache hier eine kurze Pause. Ich bin nämlich wieder völlig am Ende mit den Nerven. Obwohl, die Folge ging sogar noch. Wir wurden gar nicht so hart verfolgt. Aber war noch okay, war noch okay. Wir erfahren hier auf jeden Fall immer mehr Hintergründe über diese interessante Anstalt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.